Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enzo and the World Apart. So Freunde, ihr seht, wir sind mittlerweile mitten in einer Dürre. Und ist klar, dass die Fischer jetzt hier nicht arbeiten können, weil es fehlt. Es fehlt Nahrung, es fehlt Wasser. Was ich jetzt gucken wollte, wir wollten auf jeden Fall uns als nächstes den Regenspeicher bauen. Da brauchen wir Plastik. Das heißt, er macht Stoff, 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 Stoff. Er macht jetzt Plastik. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen jetzt das Plastik. Das kann ja schon mal, ne? Und dann setzen wir uns diesen... Ach, jetzt speichert das. ich will doch hier nur bauen. So, dann setzen wir uns den Regenspeicher hier hin. Jetzt muss ich nur mal gucken, hat das jetzt irgendwie... Nee, den können wir uns hinsetzen. Sehr schön. Dann gehen wir noch schnell auf die Logistik, ziehen natürlich unsere Straße hier durch, damit das hier alles schön passt. Ne? So, Feuerwerk. Und wir gucken, was brauchen wir denn jetzt? Was sagt er mir jetzt hier? Benötigt Plastik. Ja, das wird gemacht. Schrott haben wir mittlerweile richtig gut, das läuft. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir das mit den Regen hinkriegen. Und als nächstes auch hier ausbauen, ne? Gebäude ausbauen. Brauchen wir auch Plastik dafür. Da warten wir, bis das fertig ist. Und wenn das fertig ist, bauen wir das aus und dann dürfte es so langsam mit dem Wasser wieder im Rhein kommen, ne? Leute haben wir noch genug. Ich weiß jetzt nur nicht, wir brauchen auch auf jeden Fall demnächst einen Friedhof. Lass uns mal gucken, Gemeinschaft, Friedhof, kriegen wir den? Oh, den kriegen wir genau hier rein. Ey, wie geil ist das denn bitte? Ey, ich würde sagen, den setzen wir gleich, oder? Komm, hau den gleich hier hin und gut ist. So, Logistik, da hat man, damit man das schon, es werden auf jeden Fall Leute sterben, da kommen wir nicht drum rum, ne? Aber schon haben wir hier eine komplette anhängende Siedlung, weißt du? Das ist doch geil. Huch. Das heißt, mit der Tastatur gedreht. So, hier natürlich ist klar, es gibt momentan nichts. Ja, es gibt absolut nichts. Und die Nahrung ist einfach unten. So, jetzt brauche ich auch mal kurz Pause. Wo haben wir unseren Jäger? Jagdhütte. Er hat ja noch. Hat er jetzt eigentlich mittlerweile was gefangen? Ich sehe es gar nicht. Kann man sehen, ob der irgendwo schon was gefangen hat an Tieren? Sieht jetzt nicht so aus, ne? So. Ich will jetzt nur mal gucken. 160 ist jetzt nicht so prickelnd. 160. 200. Hier hätten wir 200. Oh, Junge. Ey, es gibt aber absolut keine Wildschweine. Das finde ich ein bisschen schade. Nur Hühner und so. Warum? Wieso haben wir hier keine Wildschweine? Vier Hasen. Nochmal hier. Hier 320. Mach das mal so erst einmal. Okay. Ja, irgendwie müssen wir es jetzt hinkriegen, ne? Bevor die Nahrung komplett unten ist. Das ist mir klar. Schutzanzüge immer noch nicht. Hey, die kommen mit den Schutzanzügen nicht hinterher, ne? Merkst du? Aber es gibt doch jetzt Regen, oder? Wetter, Nacht, unkontaminierter Regen. Das ist doch gut. Das ist doch einwandfrei. Plastik wird jetzt hergestellt. So, was fehlt denn uns jetzt hier? Eine Totengräbe. So, kannst du mal einen einstellen, damit das erstmal weg ist. Und wir sind gleich am Ende. Ja, Freunde, dritte Folge und, oh, nee, jetzt haben wir Nahrung dazu gekriegt, okay. Aber die ist trotzdem mal gleich schnell weg. Aber es regnet wieder, das heißt, oh, Gott sei Dank, wir haben es hingekriegt. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall jetzt explizit auf die Nahrung gehen. Das heißt, wir bauen hier auf jeden Fall noch ein Feld an, würde ich mal meinen. Zeig mal her, 10 Nahrung. Oh, Junge. Oh, 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 oh. Nahrung. Anbaufeld. 10 mal 10. So. Dann klicken wir hier drauf. Saat wählen. Da machen wir natürlich die Möhrchen. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Typen. Einen Bauern. 15 Nahrung. Oh Mann. Die Nahrung ist gleich weg. Stopp, stopp, stopp. So, Aufträge. Pflanzen sammeln. Hier. 180 Nahrung. Könnt ihr doch sammeln. Los, sammelt, Leute. Huch. Sammelt bitte die Nahrung.
geht und sammelt die Nahrung. Friedhof ist auch gebaut, sehr schön. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein Haus. Ja, aber nahrungstechnisch sind wir so weit unten. Bitte geh in die Wildnis hinaus und bau dir eine eigene Siedlung auf, mein Freund. Bitte geh. Alle und Unfruchtbare. Alte und Unfruchtbare, alle Siedler. Das kann man sogar einstellen. Wie krass ist das denn bitte, ne? Können wir vielleicht noch... Warte mal. Vielleicht wäre es ratsam, wenn wir jetzt noch zwei Bauern einstellen. Unsere Leute werden hungrig. Ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, mehr Nahrung zu sammeln. Was meinst du, Boss? Machen wir. Gebäude der Kategorie Nahrung gebaut. 7 von 8. Nahrung produziert. Wir brauchen noch ein Nahrungsgebäude. Wollen wir gleich vielleicht noch ein Feld bauen? Wichtig, oder? Ey, ganz ehrlich, den Hammer. Nahrung. Wir bauen noch eine Plantage. Komm, ich habe Bock, jetzt noch eine Plantage zu bauen. 10 mal 10. So. Und schon haben wir das hingekriegt und wir kriegen 200. Sehr schön. So, pass auf. Dann gehen wir weg. Nein. Erstmal Saatweh. Wir können ja auch nur die Walnuss wählen. Brauch eine Saison. 302. Ja, komm, nimm. So, dann bauen wir uns mit Logistik wieder die Straße auf. So. 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 Ey, wir haben jetzt so viele Felder und nichts passiert. Wie viele Fischer haben wir? 4. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer, Leute. So, wassermäßig, wie sieht's aus? Es fehlt Plastik. Ja, kann ich nicht ändern, ne? Das kann ich nicht ändern. Das dauert halt. Wir müssen es halt aber auch mal ein bisschen laufen lassen, ne? Wir können jetzt hier nicht einfach durchziehen und hast du gesehen? Wie sieht's aus? 2 von 96. Und da müssen wir halt auch immer gucken. Fehlt uns jetzt irgendwo was? Köhler ist klar. Totengräber reicht einer. Jäger haben wir 2 von 3. Fischer 4 von 4. Bauer haben wir 7. Machen wir 8. Wir hauen da jetzt einfach 8 raus. Schutzkleidung. Ja, mit der Schutzkleidung kriegen wir natürlich ein Problem. Wir brauchen noch eine Schneiderei. Auf jeden Fall brauchen wir noch eine Schneiderei. 0,21, 0,28. Strahlenanzug, 2 Stück. Wie viel Stoffe machen wir? Wir machen Stoffe gut. Okay, pass auf. Nächstes kommt eine Schneiderei noch rein. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Schneiderei. Die würde ich gleich direkt hier unten mit ansetzen. Nur wenn wir die direkt so hinsetzen? Ja, klar, oder? So, Schneiderei, jetzt wieder Logistik. Ja, Leute, aber ihr seht schon, das ist hier echt nicht einfach. Ich meine, wir haben jetzt schon richtig gut hier was stehen, ne? Aber die Nahrung geht trotzdem runter, wie nichts. Oh Mann. So, wo ist unser Jäger? Herr Jäger, sind Sie der Jäger? Jagdhütte. Hast du jetzt mittlerweile was gefangen? Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht, ob der jetzt was gefangen hat. Okay, pass auf. Arbeitszone verändern. 4 Hasen. Hier ist gar nichts. Ey, mit der Jagdhütte kannst du nichts anfangen, ne? Ehrlich. Mit der Jagdhütte kannst du absolut hier nichts anfangen. Ja, ich muss hier hingehen. So. Was ist hier? Fehlt immer noch das Plastik, ne? 10 Stück. Ja, ja. Da müssen wir durch, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall durch. 4 von 96. Uns sterben die Leute jetzt schon weg. Das ist nicht gut. 4 von 5. Da müssten wir eigentlich noch mit einen reinnehmen. Aber ich muss gucken, ob uns irgendwo einer auch hier denn fehlt, ne? Das ist auch wichtig. Oh, jetzt geht's wieder hoch. Na, oh, Nahrung geht durch. Jetzt haben sie geerntet. Guck mal. Jetzt ernten sie. Sehr schön. Sehr schön. Puh, das haben wir geschafft. Wassertechnisch müssen wir noch gucken, ne? Wir müssen hier das Gebäude auf jeden Fall ausbauen. Aber erst, wenn wir den gebaut haben. Dann bauen wir das hier. Ist auch wichtig. Müssen wir ganz schnell mitmachen. Aber du siehst schon, ne? Wir müssen ja ganz schnell. Ganz, ganz schnell. So. Jetzt können wir auf jeden Fall noch ein paar Schneider. Tapferes Schneiderlein. So, da machst du auf jeden Fall 4. Nahrung. Läuft. Gucken wir hier. Er sammelt auch. Was mir auf jeden Fall noch... Ach, wir brauchen unbedingt die Bewässerungsanlage. Fällt mir auch gerade ein. Bewässerungsanlage. Ja.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich habe die jetzt gar nicht mit eingeplant. Warte mal, was? Einige Kinder in unserer Siedlung sind unglücklich. Diese harsche Umgebung ist nicht besonders kinderfreundlich. Die Kinder fordern neue Spielzeug und Kleidung, die besser auf sie zugeschnitten sind. Okay. Gleich mal Pause. Halstuch produziert, Schrottwerkzeug produziert, Schule errichtet. Okay, warte. Halstuch kriegen wir hin. Halstuch und Schrottwerkzeug. Werkstatt, Schrottwerkzeug. So, das machen wir. Und eine Schule wollen sie haben. Ja, siehst du, und jetzt, und das meine ich, die verlangen und du kommst eigentlich gar nicht hinterher, ne? So, da brauchen wir dann eine Lehrer. So, eine Schule, hier, jetzt kriegt ihr eine Schule, könnt ihr euch endlich bilden. Vielleicht ist aber das, was uns auch fehlt, ne, die Bildung. Bauen wir die hier oben hin? So, Bildung. Das als nächstes bauen, bitte. Logistik. So, wichtig. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Lehrer. Wir haben gerade aktuell keinen Freier, das macht ja nichts. So, wir halten das hier mal jetzt im Auge, bis das fertig produziert ist, was die jetzt verlangen. Und 100% Zufriedenheit, ne, ist ja nicht schlecht. Was ist denn das? Achso. Schrotthaufen. So, warte mal, unser Förster. Unser Förster. Hallo, Herr Förster, wo warst denn du? Jagdhütte? Werkstatt? Forsthütte. Ein paar Bäume hast du noch, ne? Die sind jetzt egal. Arbeitsfeld ändern? Ich würde sagen, hierhin. Und da machst du aber abholzen und aufforsten, mein Freund. So, jetzt brauchen wir... Arbeitsfeld ändern. So, das kannst du dann mal noch sammeln. Ist auch wichtig. Die Schule wird schon gebaut. Guck mal. Läuft. Wie geil. Sehr nice. Ja, grüß dich. So, je besser Siedler in Produktivität ausgebildet. Was? Je besser Siedler in Produktivität ausgebildet sind, desto effizienter verrichten sie ihre Arbeit in verschiedenen Berufen. Umgang mit Werkzeug, Umgang mit Kleidung. Abzeichen. Je besser. Yay. Okay, warte mal. Jetzt muss ich hier wieder um. Halstuch. Ne, warte, hier Werkstatt. Kannst du wieder auf Werkzeug, Metall. Und hier unten kannst du das machen. Okay, prima, haben wir das auch. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Lehrer. Haben wir jetzt einen übrig? Wir haben keinen übrig. Und wir haben nur noch zwei Wasserträger. Oh, wie fies. Zwei Wasserträger. Nimm mal einen Fischer weg, mach mal einen Wasserträger hin. Ganz wichtig. Oh, uns fehlende Bauern. Ach, Herr Jemini. Köhler, Schneider, Sortierer, Schrottsammler. Nimm mal zwei Schrottsammler weg. Jetzt machen wir erstmal einen Lehrer hin und noch einen Wasserträger. Oh, das ist natürlich jetzt, ne? Ja, mit der Schutzkleidung. So viel Schutzkleidung kannst du gar nicht herstellen, wie die verlangen. Das ist doch der Hammer hier. Ey, ohne Witz. Ne? Erstelle Schutzkleidung mit dem Schneider. Ja, mach mal ja. Wir haben zwei Schneider mit zwei Schutzkleidung. Die brauchen halt nur lange. Was ist denn jetzt? Baldige Dürre. Oh nein. Und unser, ja, Regenspeicher. Regenspeicher. Dieses Gebäude produziert kontaminierte Ressourcen. Könnte ich nicht den Regenspeicher anweisen, sich abzudecken? Oh, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Was war denn das mit dem Abdecken? War das das Wassersilo? Sammelt und speichert Wasser. Es kann auch Kohle verwenden, um die Strahlung aus dem Wasser zu filtern. Dieses Gebäude benötigt einen Holzsteg, einen Brunnen oder einen Regenspeicher, um zu funktionieren. Hat aber alles. Ja. Elektrische Wasserpumpe, Zisterne. Also den würde ich als nächstes bauen wollen. Aber wie funktioniert das jetzt? Technologie, Forschungsstation sollten wir auch bauen. Expedition, das können wir später. Wetterstation. Muss durch Forschung freigeschalten werden. Ah. Erlaubt es darüber zu entscheiden, ab welcher Regen,
Kontaminationsstufe Felder und Regenspeicher abgedeckt werden sollen. Zusätzlich bietet sie Vorhersage über die Regenkontamination. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Forschungsstation. Nee. Nee. Oh je. So, dann haben wir jetzt hier das hier Logistik. Provisorisches Lager. Ein provisorischer Ort zum Lagern verschiedener Ressourcen mit wenig Kapazität. Dieses Gebäude kann kein Wasser aufnehmen. So, speichert gleich mal Auto. Ausgebautes Lagerhaus. Essensausgabe, Wasserstelle. Handelsposten. Wir brauchen diesen Dekontaminierungsschuppen. Brauchen wir auch. Dekontaminierung. Brauchen wir 6 Plastik. Den könnten wir jetzt hier mit ransetzen. Das Problem ist, dass uns gerade die Leute abhanden gehen. Wir werden erstmal noch ein paar Häuser bauen. Damit wir hier noch ein paar Leute rankriegen. Ne? Damit die Familien gründen. Es könnte natürlich hinten raus wieder uns jetzt das Genick brechen. So. Okay. Lass mal laufen. Was ist jetzt hier? Hier gibt es keine Leute, ist klar. Aufträge haben wir erst einmal nicht. Oh, weil das mit der Dürre riecht mich halt wieder auf, ne? Wir brauchen so viel eigentlich. Das ist furchtbar. So, jetzt kriegen wir aber Leute wieder dazu. Das ist schon mal positiv. So, wo haben wir jetzt? Bauer, Schrottsammler. Schrottsammler brauchen wir erstmal nicht so dringend. Totengräber haben wir einen, der reicht. Lehrer haben wir auch einen, der reicht auch. Baumeister haben wir einen, der sollte auch erstmal ausreichend sein. Ansonsten Fischer sind 3 von 4 reicht. Jäger 2 von 3 reicht. Ja, ich würde eigentlich echt noch sagen, dass wir noch... Ja, es ist halt... Es ist schlimm. Es ist wirklich... hier zurechtzukommen. Eine Markt wäre auch nicht verkehrt. Aber hier, das geht mir zu langsam, ne? Mit diesen Sachen. Das ist hier schon wieder einer weggestorben. Wo fehlt es jetzt wieder? Da musst du halt echt aufpassen, wie so ein... Momentan sieht so gut aus. So, jetzt werden auf jeden Fall Häuser gebaut. Zuflucht, wie sieht's aus? 18, das passt. Also wir haben keine Überbevölkerung. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall noch mehr Schutzkleidung. Schutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzkleidung. Mamma mia. Da würde ich sagen, klatschen wir hier noch eine Schneiderei hin. So, Logistik. Alter Falter, ne? Aber ich könnte wetten, dass uns bald schon wieder alles im Bach runtergeht. Weil wassertechnisch sind wir jetzt auch nicht gerade gut aufgestellt. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr Wasser machen. Vielleicht noch einen Laufsteg bauen? Die sind jetzt ja nicht so teuer. Weißt du wie? Kriegen wir den hier vielleicht noch dran? Den wird man noch dran kriegen. Wie sieht das aus, wenn ich den jetzt hier so hinsetze? Aber das passt doch. Ich mache das jetzt einfach. Warte mal, Logistik. Ist hier schön noch mit dem Weg, oder? Ja. Ja, perfekt. So, da können wir nämlich auf jeden Fall auch mehr Wasserträger. Guck hier, jetzt können wir nämlich schon 5 Wasserträger. Ja, gut, muss das schon mal gebaut werden. So, Bauer 3. Schrottsammler. Ich muss gucken, wo es fehlt. Das ist halt die Sache, ne? Wieso sagt er mir 1 von 5? Achso, ich könnte. Ich könnte maximal. So, ich würde auf jeden Fall noch einen Wasserträger einsetzen. Und 2 Bauern. Das ist so wichtig. Das ist echt wichtig. So, jetzt geht auf jeden Fall das Wasser hoch. Sehr nice. Haben wir irgendwie noch einen Wasserspeicher, dass wir noch mehr Wasser einlagern können? Wegen den Dürren? Zeig mal her, haben wir hier irgendwo einen Regenspeicher? Wassersilo. Eine Zisterne sammelt und speichert Wasser. Dieses Gebäude benötigt einen Steg,
einen Brunnen oder einen Regensammler, um zu funktionieren. Okay. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir das ausbauen oder ob wir einfach sagen, hier, wir bauen uns... Oh, kriege ich das hier vielleicht rein? Oh, um einen Punkt, dieses eine Eck, weißt du? Das nervt jetzt. Sonst hätten wir den hier schön hingekriegt. Aber wir könnten das hier so schön hinbauen. Hier möchte ich weitere Felder erweitern, bin ich ehrlich. Da bin ich ehrlich, da hätte ich jetzt eigentlich gerne noch die Felder... Obwohl, wir könnten nach hier oben noch ausbauen, ne? Geht auch. Das heißt, wenn wir den jetzt hier hinsetzen, sitzt das alles drinne. Wir hätten einen zweiten Regenspeicher. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin... Komm, wir setzen den da hin, fertig ist der Wachs. So, sag her, was brauchen wir? Baufläche freiräumen, ist klar. Holz brauchen wir genug. Haben wir auch gut. Schritt haben wir gut. Plastik. Macht er dann. Guck mal hier, wie er angelt. Ja, ist ja geil. So, wie schaut's aus? Momentan läuft's ja, ne? Momentan läuft's. Jo, 15 Wasserträger können wir einsetzen. Geil. Puh, das ist aber wirklich, ne? Das wird hier extrem schwierig. Aber nahrungstechnisch liegen wir recht gut. Also nahrungsmäßig sind wir gut aufgestellt, würde ich sagen, oder? So, pass auf, wir machen jetzt Pause. Wir sind schon wieder über die Zeit. Und... Ja, ey Leute, ich weiß nicht, haut's in die Kommentare. Vielleicht hat der ein oder andere aber auch noch einen Tipp für mich, ne? Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ehrlich. Also wenn du jetzt sagst, ey, das sieht schon recht gut aus, was du machst, aber hier, das und das könntest du noch verbessern oder so, schreibt mir das mal in die Kommentare, dass wir vielleicht auch für die nächste Runde besser gewappnet sind. Das wäre echt geil, würde ich mich echt mega freuen. Ne? So, dann entlasse ich euch jetzt und genießt euren Tag und dann würde ich sagen... Würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.